الله زاكت من القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله فجبت سنشت دس من إين باي جزلت ونفجبت فاس تدرون تأست في وين أفل. Aber damit ist gemeint, wenn jemand mit der Beigesellung stirbt, das ist die Sünde, die Allah nicht verzeiht. Jetzt, leider, es gibt Menschen heutzutage, die haben so viele Bücher an Tauhid, so viele Bücher. Tauhid al-Uluhiyya, Tauhid al-Rububiyya, Tauhid al-Asma al-Sifat, ja? Und die machen Predigt darüber. Aber haben sie La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah verstanden? Die meisten nicht. Die meisten nicht. Weil wenn du einen Tyrann akzeptierst und seine Gesetze akzeptierst, dann hast du ihn angebetet. Jetzt, was bedeutet Anbetung? Was bedeutet Anbetung? Gehorchen ist Anbetung. Beweis? Uday, das ist einer von den Christen, die Muslim, der den Islam angenommen hat. Als ein Vers vom Koran offenbart worden ist, und das ist Surat al-Tauba, die Kriegserklärung. Nummer 9, Vers 31, wo Allah sagt, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Sinngemäß übersetzt, sie, also die Christen und die Juden, haben sich ihr Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen, außer Allah und neben Allah. Dann kam Uday und sagte zum Prophet Muhammad a.s.w. O Prophet Gottes, wir haben unsere Mönche und Schriftgelehrte nicht angebetet. Dann fragte ihn der Prophet Muhammad a.s.w. Haben sie nicht erlaubt, was Allah verboten hat? Haben sie nicht verboten, was Allah erlaubt hat? Dann sagte Uday, gewiss, ja, Prophet Gottes. Dann sagte der Prophet Muhammad a.s.w., das ist die Anbetung. Ihr habt sie angebetet. Ja? Ihr habt sie angebetet. Das heißt, die Mönche und Schriftgelehrten des Christentums und Judentums haben etwas erlaubt, was Allah verboten hat. Und der Prophet sagte, ihr habt sie angebetet. Ja? Ihr habt Allah beigesellt. Jetzt betrachten wir die Lage der Muslime. Die meisten Banken in den sogenannten islamischen Ländern arbeiten mit Zinsen. Und wer hat das erlaubt? Die Politiker. Ja? Die Machthaber. Die Tyrannen. Ja? Und wer akzeptiert das? Wir. Das heißt, wir beten diese Menschen an. Denn Allah sagt im Koran, und die meisten glauben nicht, ohne Allah beizugesellen. Und damit sind die Muslime gemeint. Das heißt, die meisten Muslimen machen Beigesellung. Schirk. Und das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Jetzt, wir haben die Anbetung erklärt. Der Prophet a.s. hat gesagt, ihr habt diese Mönche und Rabbiner gehorcht, die Allahs Verbote erlaubt haben. Was ist mit den Menschen, die Allahs Buch komplett hinter ihren Rücken weggeworfen haben, die Scharia komplett ausgeschaltet haben und regieren jetzt mit französischen, europäischen Gesetzen und Demokratiegesetzen.
Das ist Tauhid-Buch. Und dieses Buch ist von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Es geht um ein Vers im Koran, wo Allah sagt, أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Sinngemäß übersetzt. Wünschen Sie etwa die Richtlinien der Turanen, der Jahiliyyah haben? Wollen Sie die Gesetze der Jahiliyyah haben? Allah spricht über bestimmte Menschen, die damals sich gestritten haben und anstatt zum Prophet Muhammad a.s. zu kommen, die sind zu einem Kafir hingegangen und sie wollten, dass dieser Kafir, einer von Quraysh, als Richter sein. Jetzt kommt Allahs Urteil. Allah sagt, أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Wollen Sie, wünschen Sie die Jahiliyyah Urwaldgesetze praktizieren? قيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. Also zwei Leute haben sich gestritten. Und einer hat gesagt, wir gehen zum Prophet Muhammad a.s. als Richter. Ja? Der andere hat gesagt, nein, wir gehen zu Ka'b ibn